So, die Taube hat sich aufs Dach gesetzt und hat keine Lust runterzukommen. Aber das ist überhaupt keine gute Idee. Und ich denke mal, das ist ihr letzter Tag heute. Sie genießt nochmal die Aussicht. Und dann wird der Räuber bestimmt heute noch kommen. Ich stelle gleich die Kamera auf. Und dann gucken wir mal, ob die heute den Tag überlebt. Ja, der verrückte Habicht war wieder unterwegs und hat diese Taube hier gejagt. Der hat die Taube schon mehrmals angegriffen, also bestimmt schon 5-mal hat er sie gejagt und hat sie sogar einmal hier kurz erwischt. Da flogen die Federn, aber der hat sie nicht mit den Krallen gefasst, deswegen konnte sie sich damals hier retten. Und auch diesmal hat sie echt Glück gehabt, dass sie ihn so abgehängt hat. Ja, der Raubvogel, der ist echt bekloppt, total verrückt, wie der hier zwischen den ganzen Hallen hier rumfliegt, mit was für Geschwindigkeiten. Und riskiert dabei Kopf und Kragen, um nur eine Taube zu erwischen. Und das ist beinahe wieder übel ausgegangen, der ist fast wieder gegen das Fenster geknallt. Aber der hat's drauf. Leider habe ich diesen Angriff nicht live gesehen, schade. Wenn man das live sieht, da wirken die Geschwindigkeiten ganz anders als hier auf dem Video. Das nimmt man ganz anders wahr. Das ist genauso wie wenn man Formel 1 guckt auf dem Fernseher oder live. Das wirkt ganz anders. Und genauso hier diese Verfolgungsjagden, wenn man sie live sieht, das ist natürlich was ganz anderes. Ja, ich bin froh, dass die Taube noch lebt. Und als sie sich da auf das Dach gesetzt hat vom Taubenschlag, da hat er sie nochmal angegriffen. Aber der hat den Angriff abgebrochen, weil ich war gerade unterwegs zum Taubenschlag. Und da der sehr scheu ist, hat er den Angriff abgebrochen. Ich weiß nicht, wie das hier sonst ausgegangen wäre. Ich glaube, der hätte die Taube hier auf dem Taubenschlag erwischt. Weil das ist seine Stärke hier, wenn die Tauben irgendwo sitzen, mit einer Geschwindigkeit anzukommen. Und ja, ich denke, die Chancen hätten hier ganz schnell schlecht gestanden. Der hätte sie erwischt. Naja, ich lasse die Taube heute Abend nochmal fliegen. Mal schauen, ob der Habicht schon gefressen hat bis dahin. Vielleicht kann sie noch ein paar Runden in Ruhe drehen, ohne dass sie gleich angegriffen wird. Ja, da bin ich mal auf heute Abend gespannt.
Junge, Junge, hat die Taube heute Glück gehabt. Zum zweiten Mal hat der Habicht sie angegriffen. Ich habe sie jetzt abends rausgelassen mit einer anderen Taube, wollte sie fliegen lassen. Die wollten aber nicht fliegen, haben sich direkt auf das Dach gesetzt. Ja, und nachdem die sich auf das Dach gesetzt haben, 20 Sekunden später habe ich nur einen Knall gehört, als ob jemand gegen ein Blechdach geflogen ist. Ich habe noch nicht mal meine Kamera draußen gehabt. Ich habe auch gar nicht verstanden, was passiert ist. Ich habe keinen Habicht gesehen. Als ich hier um die Ecke kam, habe nur gesehen, dass die Taube hier rumflog, die Federn flogen rum. Da war mir klar, irgendwas war hier. Hab dann auf der Überwachungskamera geschaut und tatsächlich hat er die Taube angegriffen. Zum zweiten Mal. Und er war sogar an ihr dran. Er hat sie berührt, aber die Krallen sind nicht eingedrungen. Junge, Junge, hat sie Glück gehabt. Naja, Taube, dann darfst du rein, darfst weiterleben.